Geflügelpest, Vogelgrippe. Ein Schreckensszenario für alle Landwirte, Geflügelzüchter, Hobbyhalter. Denn eins ist sicher, die Geflügelgrippe bedeutet in der Regel, wenn sie festgestellt worden ist, die Geflügelpest, den Tod ganzer Bestände. Das passiert auch in Waldeck-Frankenberg. Nichts Neues. Hier in Schmidt-Lothain wird demnächst ein Bestand gekeult. Das Veterinäramt hat angeordnet, 95 Tiere eines Rassegeflügelzüchters zu eliminieren. Die Gemeinde Vöhl hat Sichtwände aufgestellt, denn man möchte Umgangszeugen haben. Ja, und da ist das Veterinäramt hinten mit dem orangen Anhänger und wartet auf die Polizei. Ganz schlechte Nachrichten, kurz vor Weihnachten. Ein infiziertes Tier, Vogelgrippe, und es gibt die Anordnung, ihren Bestand zu keulen. Was empfindet man da? Wenn man über 50 Jahre Wassergeflügel oder Rassegeflügel züchtet, ist das schon ein ganz schöner Schlag. Also man steht ja dann quasi vor dem Nichts. So, ne? Ja, so wird es sein. Ne? Das heißt, alles, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat, die ganze Zuchtlinie ist dann in einem Container und wird entsorgt. So wird es sein, ja. Da blutet das Herz. Leider. Jetzt gibt es keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Ich versuche noch über eine zweite Probe, über die B-Probe, eine Blutprobe, das noch abwenden zu können. Aber wenn die Oberen das nicht wollen, dann habe ich Richter. Das entscheidet jetzt genau, die Amtsveterinärin, die jetzt irgendwann hier aufschlagen wird. Ja, das wird so sein. Ja, Geflügelpest, ein heikles Thema, und es hat nun auch den Kreis Waldeck-Frankenberg erwischt. Um genau zu sein, hat es eigentlich zwei Rasseflügelgezüchter erwischt, einen in einem Frankenberger Stadtteil und einen in einem Schmidt-Lothheim, in einem Vöhler Stadtteil. Was war passiert? Bei einer Rasseflügelausstellung ist die Geflügelpest an zwei Tieren festgestellt worden. Alle anderen Aussteller sind auch getestet worden. Befundfrei, lediglich Aufstallpflicht. Bei den beiden festgestellten Züchtern handelt es sich jeweils um ein Tier. Und nachdem es erst hieß, ja, die Probe ist positiv, hat sich bestätigt, auch das Fred-Löffler-Institut hat das so bestätigt, dass am 9. Dezember, das war also der gestrige Freitag, bei einem Betrieb gekeult werden soll. Keulen ist die charmante Umschreibung für komplette Tötung. Hat das Veterinäramt das dann auf den 3. Adventssamstag, 14 Uhr, also Samstagnachmittag, wenn möglichst viele Leute im Dorf zu Hause sind, die Kinder zu Hause sind, dann in den beiden Betrieben erbarmungslos durchgeführt. Warum sage ich erbarmungslos? Weil nicht, wie es die Kreispresssprecherin darstellt, die Behörde keine Handlungsmöglichkeiten hat. Dem ist ja nicht so. Da hilft einfach ein Blick in die entsprechende EU-Verordnung sowie in die Geflügelpest-Verordnung. Denn die besagt, dass hier das Veterinäramt, die zuständige Behörde, Ausnahmen machen kann, wenn es sich zum Beispiel um den Erhalt von seltenen Rassen geht und um einen nicht gewerblichen Betrieb, gibt es da noch ganz viele Möglichkeiten, wo das Veterinäramt hier hätte, ich sag mal, Gnade vor Recht ergehen lassen können, wenn sie gewollt hätten, so wie im Fall Wilke, wo man das ja seitens des Veterinäramts sehr wohlwollend betrachtet hat. Hier anscheinend sieht man dann die große Gefahr für die Menschheit. Einzelne Tiere, die krank sind, hätten isoliert werden müssen, das ist klar. Der Bestand hätte permanent beobachtet werden müssen. Die ganzen üblichen Maßnahmen, abgesehen von Verbringung und Schlachten und die Eier und so weiter mit Vernichtung, alles das hätten auch die Rassegeflügelzüchter diese Tage auf sich genommen, die ihre Tiere in quasi Quarantäne gewesen wären.
Nein, das Veterinäramt taucht dann Samstag auf mit Containern, die eigentlich für die Papierabfall vorgesehen sind, stopft die Kadaver in blaue Säcke und dann in die Container, die also absolut nicht dicht sind. Und wir sind eine Waschbärenregion und die sind ja nicht blöd, die kriegen so einen Container ratzfatz auf. Also wenn der da über Nacht stehen bleibt, dann haben wir den Salat. Insgesamt wird das Verhalten des Veterinäramts, zumindest in dem Fall von Haubern, sehr unprofessionell beschrieben. Anscheinend waren die Mitarbeiter des Veterinäramts nicht in der Lage, die Tiere fachgerecht einzufangen. Man hat es mit dem Heulkorb versucht. Anschließend hat man versucht, Lachtauben mit der Hand einzufangen und die Tiere also richtig nervös und in Stress gebracht, sodass sich der Halter dann erbarmte und beim Keulen seiner eigenen Tiere noch mit geholfen hat, indem er die Tiere eingefangen hat. Und auch in Schmidt-Lothheim war das Ganze, naja, eher unprofessionell, wenn man das will. Es standen einige Leute da, es war keine Versammlung, keine Protestversammlung, sondern es waren betroffene Züchter, die also auch ein Schreiben vom Veterinäramt bekommen hatten, dass sie eine Aufstallpflicht haben, die eigentlich sich informieren wollten, wie das Ganze abläuft und ob in dem Fall die Ausnahmen ja greifen können, indem man also B-Proben am lebenden Tier zieht. In Haubern wurden sie am toten Tier gezogen. Das ist also wenn, ungefähr so, als wenn man einen Schwangerschaftstest nach der Geburt macht. Dann weiß man auch sicher, dass man schwanger war. Es hätten also die entsprechenden Maßnahmen, weil eben nicht der ganze Bestand betroffen war und die Möglichkeiten betriebstechnisch gegeben waren, einzelne Tiere zu isolieren. Die permanente Beobachtung wäre gewährleistet gewesen. Die Damen und Herren vom Veterinäramt haben das als erstes gemacht, als sie in Schmidt-Lothheim aufgelaufen sind, sich im Auto eingeschlossen und nach der Polizei telefoniert. Hier muss man eigentlich die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Korbach loben, die also ganz klar darauf hingewiesen haben, das ist eine amtliche Handlung und im Rahmen der Amtshilfe, auch wenn uns das nicht gefällt, was hier passiert, haben wir hier dabei zu sein. Und wenn das keine Versammlung ist, sondern lediglich Informationen haben will, dann ist das auch in Ordnung, dass der betroffene Züchter, der dann mit der Veterinärin gesprochen hat, zurückkam und gesagt hat, also keine Fotos, keine Kameras und Gott weiß was, gut. Eine amtliche Maßnahme, töten wird sowieso nicht unbedingt sinnvoll sein zu filmen. Und im öffentlichen Raum Film- und Fernsehaufnahmen zu machen, nee, da reicht die Kompetenz eines Veterinäres nicht, um das zu verbieten. Das Persönlichkeitsrecht greift, aber wenn eine Maske trägt, ist man ja quasi verpixelt, also kann man da auch, wenn man gewollt hätte, Aufnahmen machen. Schön wäre es gewesen, und da ist vielleicht eine Nachschulung der Mitarbeiter angesagt, dass die Adresse geht dann an den Landrat. Wenn solche Situationen sind und die Polizei sowieso vor Ort ist, dann kann auch ein Mitarbeiter der Verwaltung eine Maßnahme erklären, warum man das macht, warum man das macht, warum man nicht die möglichen Ausnahmen, die Geflügelpestverordnung und die EU-Verordnung vorlässt, in dem Fall überhaupt nicht nutzen möchte, sondern warum man das nun knallhart durchzieht und dann, wie gesagt, im Fall von Hauber noch ziemlich amateurhaft, die Frage hätte man sich ja gefallen lassen müssen, das sind Geschichten, die Veterinärin hätte beantworten müssen, genauso warum die Behörde nicht rechtzeitig und rechtzeitig einen Sperrbezirk ausgerufen hat nach Verdachtsfall, warum man die Öffentlichkeit nicht informiert hat, denn die Rassegeflügelzüchter sind betroffen. Der Nachbar nebenan, der seine 5 Hühner laufen lässt, weil er seine 2 Eier täglich haben will,
den interessiert das nicht und den, das Veterinär interessiert das auch nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Der Hobbygeflügelhalter, der sich im Verein organisiert, der seine Tiere meldet, der nächste Witz, die gekeulten Tiere, die Ringnummern wurden vom Veterinäramt überhaupt nicht notiert. Das heißt, die werden also erfassungsmäßig weiter existieren oder der Ring kriegt ein anderer. Also Verwaltung will auch gelernt sein, liebes Veterinäramt. Geht so nicht. Ne? Die Nummern sind zu notieren, sind zu melden, welche Tiere entnommen wurden oder getötet wurden. Muss man lernen. Nein, hat das Veterinäramt natürlich nicht gemacht, sondern man wartete, wie gesagt, auf die Polizei. Erst kam ein Polizeiwagen, dann zwei, der zweite zog dann wieder ab. Dem betroffenen Geflügelhalter wurde auch verweigert, Gespräche mit dem Rechtsbeistand, dass der Veterinär das durchführt. Was natürlich ein merkwürdiges Verständnis von unserem Rechtssystem ist für eine Beamtin, muss man auch mal hinterfragen. Also alles in allem eine sehr holprige Aktion. Wir hätten uns damals gewünscht, hier im Kreis Waldeck-Frankenberg, das Veterinäramt wäre so drastisch bei Wilke vorgegangen, wie sie jetzt zwei kleinen Hobbygeflügelzüchtern von Rossegeflügel auf die Füße tritt. Aber gut, die Tiere sind tot, man kann im Moment an der Stelle nichts weiter machen. Sperrbezirk wird nicht ausgerufen. Also, und Wildgeflügel, gerade an der Eder oder in der Nähe der Eder, ist natürlich so ein Thema. Also, Leute, warum wird denn keine Gänsejagd veranstaltet? Bei Wildschweinen macht man das ja auch, wenn ASP-Verdacht ist, dass sofort hier Polizeijachten veranstaltet werden. Warum werden also jetzt nicht probeweise, um Geflügelpest auszuschließen, die ja gerade von Wildvögeln übertragen wird, da auch mal die ein oder andere Gans zu schießen, um sie zu untersuchen? Warum? Ja, muss man auch mal fragen. Man stellt sich einfach nur dahin und sagt, ja, wunderschöne Gänse, scheißen die Wiesen voll im Sommer und fressen das Gras. Also alles in allem hat hier der Landkreis Waldeck-Frankenberg mit dem Veterinäramt, also mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn wie gesagt, ein Blick in die EU-Verordnung sowie in die Geflügelpestverordnung hätte durchaus hergegeben, dass diese drastischen Maßnahmen mit dem Keulen ganzer Bestände, und hier reden wir reden nicht, wir reden vom züchterischen, im Rassegeflügelbereich von über 50 Jahre, 45 Jahre, 50 Jahre Züchtung und 95 Tiere. Und wenn das in Schmidt-Lothheim so abläuft wie in Haubern, dann sind die wohl jetzt noch dran. Ist sowieso furchtbar unsensibel. Nachmittags 16 Uhr, wenn die Kinder zum Teil zu Adventsveranstaltungen gehen und die Menschenmenge sehen, und da spricht sie natürlich in so einem Dorf rum, dann mit blauen Säcken und Papiercontainer aufzutauchen, noch nicht mal in solchen Container. Also die Frage ist hier wirklich, wo sind die Amateure, wo sind die Profis? Und ich kann Ihnen sagen, im Bereich der Geflügelzüchter sind die Amateure nicht.